Hallo, da sind wir wieder. Und ja, wir haben keinen Strom mehr. Yay. Denn unsere Lava ist alle. Und wir haben eine Friend Request. Warum haben wir eine Friend Request? Okay. Friend Scooby. Skopse. Ja, ist okay. Keine Ahnung. Warum will er mein Freund sein? Ich mag keine Freunde. Freunde sind böse. Freunde sind böse. Ich gehe mal oben in den Infinity Channel, falls Channel wirklich noch Bock hat switch. zu reden. Aber so. Ja, wie gesagt, keine Energie. Meine Lava ist alle. Also, einmal kurz in Nether und Lava neu. Let's just see. Not that hard. Einmal schwupps. Falls ihr übrigens irgendwelche seltsamen Rattern und Geräusche hört, nicht wundern. Das ist mein Laufwerk. Ich kopiere gerade eine CD. So, das ist nicht meins. Das ist jemand anderes. Aua. Ja, das ist von. Da hat jemand seine Pumpe nicht gechunkloadet, aber gut. Ist sowieso leer. So, da ist meine. Guck mal. Meine hat nämlich sogar noch voll Lava. Weil sie halt, ne, keine RF verbraucht, weil extra der schon viel Demeter und so. So, du kannst fast schon. Ich habe keine Transfer Pipes mitgenommen, aber ich kann Folgendes tun. Na, gib her. So, hier, pack mal die 8 Buckets da rein, dann haben wir wenigstens wieder ein bisschen was. So. Und dann Pumpe einmal weg. Achso, in der 1.17 kommt man ja noch nicht. Einfach die Waypoints direkt öffnen. Das ist tatsächlich was, was ich gedacht habe, so nach dem Motto, oh, das ist ja schon immer da gewesen. Und dann ist mir aufgefallen, nein, war es nicht. Das ist tatsächlich was relativ Neues, dass hier Journey Map immer erlaubt, direkt die Waypoints zu. Normalerweise habe ich das immer auf 5, jetzt muss ich aber über 4 und Waypoints gehen. Das ist irgendwie doch ein bisschen mehr Aufwand. So, oh, guck mal. Thorn Vines. Die machen mir nicht mal. Achso, ich wollte gerade sagen, ich dachte, die machen Schaden, aber tun sie ja auch, wenn man einfach. What the f. Was ist denn hier passiert, ey? Ja gut, man merkt, dass die Chunks geladen sind, ne? Alter Schwede. Okay, das war meiner. Den kann ich mal rausnehmen. So, lass uns mal ein bisschen weiter. Irgendwo hier in der Umgebung müsste man ja nochmal hinsetzen können. Wir haben ja noch ein bisschen mehr Lava dann zur Verfügung. Ich denke mal, hier können wir mal kurz machen. Also ballern wir hier mal kurz unsere Endothermic Pump hin. Und Magmatic. Einmal Magmatic, Endothermic Pump, Magmatic an die Endothermic Pump. Oh, da hat er sogar noch RF, aber keine Lava mehr. Schwupps. Das heißt, die Lava wird also weggenommen, aber die Energie bleibt bestehen. Okay, gut zu wissen. Und dann würde ich mal sagen, wir nehmen. Ist ein bisschen blöd, dass er die jetzt nicht ausgibt. Eigentlich müsste er die doch ausgeben, die Lava. Naja. Okay, nehmen wir mal einen Netherrack. So, so. Und let's go. Ja, müsste ja so auch funktionieren. Da kriegt er die nur. Bisschen zu schnell, ne? Okay, let's just put it like this. This works. Mit augenscheinlich muss man einmal Lava reinpacken, damit das Ding seinen Buffer entleeren darf. Aber jetzt läuft die Endothermic Pump auch und sofort ist das Ding auch alles voll. Wunderschön. Jetzt kriegen wir auch endlich genug Lava. So muss das. So. Die läuft wieder. Ich sollte mal meine Pumpe auch markieren. Und mal kurz mich. Nein! Okay, ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir jetzt so ganze Lava hier wegmachen. Habe ich eigentlich schon alles gescannt, was dazu gehört? Endothermic habe ich noch gar nicht gesehen und auch noch keinen Ender Tank. Okay, interesting. Ich dachte, ich hätte die schon gescannt. Whatever. Sword Rock kann man nicht scannen. Habe ich Feuer schon mal gescannt? Feuer kann man nicht scannen. Okay. Then I don't care. Ich denke, ich werde mal diese blöden Blöcke noch mal zubauen, weil die mich gerade zu sehr stören. So. Oh, ach so, das war gar kein. Cool. Ich habe so schnell Netherrack mit der Hand abgebaut, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass es Netherrack und kein Sand ist. Naja, also Erde, nicht Sand. Okay, aber dann haben wir jetzt ja wieder unsere Pumpe umgestellt. Ich wollte einen Waypoint setzen, das war der ganze Sinn.
Pump. Blau. Safe. Aua. Warum mache ich für den Aufwand? Ich hab einen Charged Porter. Go! Oh cool, der löscht mich sogar. Nice. Minecraft, Mann. Aha. Was auch immer er mir damit sagen will. Ach so. Mine Damage oder Deep Dark? Deep Dark, oder? Mining. Dim. Hard. Slime. Erz. Deep. Dark. Mehr. Erze. Aber Mining. Dim. Hat auch. Overworld. Zeug. Strukturen. Und so. So, ME-System läuft wieder, wir haben wieder Strom. Okay. Okay, und das ist Nacht. Aber hey, unsere Werkbänke laufen wieder alle und wir haben wieder Strom. Das heißt, wir kriegen jetzt auch wieder alles, was wir brauchen. Das Ding läuft wieder, alles läuft wieder an. Das muss natürlich jetzt alles ein bisschen aufholen, was wir verloren haben, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Hey, ein Enderman! Nicht, dass wir uns noch die Enderperlen brauchen, aber ich töte jetzt auch noch aus Prinzip. Weil er nämlich hier meine Landschaft kaputt macht, deswegen töte ich ihn. Nicht mal, weil ich die Enderperlen brauche, einfach nur weil er meine Landschaft kaputt macht. Guck mal, die schöne Landschaft. Sah mal so gut aus. Jetzt sieht sie hässlich aus, wegen dieses Enderman. Nicht wegen mir? Nein, nein, der Enderman ist schuld. Endermen sind immer daran schuld, dass Landschaften hässlich aussehen. Wer was anderes behauptet hat, keine Ahnung. So, die können weg und der Rest kann einmal hier ins System. So, also Energie haben wir wieder, das ist wunderschön. Was steht denn auf unserer Liste, was wir machen wollen? Ich denke mal, eine der Sachen, die wir als nächstes mal angehen sollten, ist eigentlich mal Wireless ME Access, den habe ich mich auch noch nicht angetragen. Ich brauche mal Wireless ME Access. Less ME Access. Und außerdem ein Import Pouch, damit ich mein Zeug loswerden kann. Das sind so die zwei Sachen, die ich noch brauche, die ich gar nicht aufgeschrieben habe. Ich denke mal, das gehe ich mal so als erstes an. Übrigens, trotzdem unsere Energie losgeworden ist, genau. Unsere Energie leer gelaufen ist, wollte ich sagen, haben wir Level bekommen. Denn das Schöne ist, dass unsere Level vollständig unabhängig von unserer Stromversorgung sind. Denn wir haben ja unsere Farm hier alle mit Solarenergie am Laufen. Heißt also, ne, die Farm hier zum Beispiel lief auch weiter, bis halt das Interface voll war, aber immerhin sie lief weiter. Und genauso hier, die Farm lief weiter, bis das Interface voll war. Diese Farm hier aber braucht ja gar kein Interface. Die Farm läuft über ein Solar Panel, das Autonomous Activator läuft über ein Solar Panel, der rechts klickt, das Zeug läuft alles über Pipes hier und somit haben wir halt inzwischen wieder 111 Level. Also wenigstens das läuft automatisch, egal ob wir Energie haben oder nicht, und das ist alleine schon eine sehr, sehr praktische Sache. Gut, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ich denke mal, als erstes gucken wir uns jetzt wirklich mal kurz an, dass wir einen Pouch und eine Ender Chest basteln. Nicht Pouch, Pouch wollte ich schreiben, aber ist auch egal. Wir wollen sowieso mal Ender Chests als craftbares Item hinzufügen. Aha, Hund. Und zwar so. Wir haben keine Blaze Rods. Kann man Blaze Rods eigentlich irgendwie craften? Man kann Blaze Rods craften mit einem Kompressor. Ich habe nur leider keinen Kompressor. Und ehrlich gesagt habe ich eigentlich auch nicht so Lust, einen Kompressor zu bauen. Weil das Industrial Craft ist. Und Industrial Craft ist nervig. Hm. Gleichzeitig wiederum habe ich das Gefühl, dass es schneller wäre, einen Kompressor zu bauen und die Dinger zu benutzen, als in den Nether zu gehen, um sich halt irgendwie Blazes zu holen oder so. Aber, hm. Ah, weißt du was? Ein, zwei Spawner wollen wir sowieso haben. Also, let's go. Lass uns mal kurz reingehen in den Nether und einfach mal kurz einen Blaze Spawner besorgen. Ich weiß ja schon, dass ich welche habe und ich habe jetzt inzwischen auch Diamond Dollies. So, also 4, wo ist denn der Waypoint? Das ist die Pumpe. Compressor war doch billig, oder? Ja, aber ist denn das so? Gerade keine Lust. Ich will sowieso die Blaze Spawner haben. Wir können ja trotzdem einen Compressor gleich bauen. Weil Compressor ist nur, du hast schon recht, ein Compressor ist eigentlich nur ein Machine Frame und halt dann Stromversorgung. Und Steine und ein Circuit. Also eigentlich wirklich spottbillig. Aber, hey, ich weiß, wo ein Blaze Spawner ist. Also, dann hole ich mir doch mal schnell einen Blaze Spawner. Hier, guck mal, Blaze Spawner. Und ich habe Fire Resistance, also who the fuck cares. Gib mir mal einen Diamond Dolly. So. Diamond Dolly. Und. Na?
Na, komm. Diamond Dolly. Nehmen wir die beiden einfach mit. Und dann können wir uns jederzeit überall gespawnte Viecher besorgen. Und wenn wir hier schon sind. 4. Remove. Haben wir hier irgendwo gerade zufällig ein Wither-Skelett? Nein, das ist natürlich äußerst schade. Das ist furchtbar schade. Spawn die Viecher hier überhaupt? Jetzt nehme ich wirklich gerne ein Wither-Skelett. Habe ich überhaupt? Nein, habe ich nicht. Ich weiß, was ich mal holen sollte. 8. Ne, 4. Nein, 8 wollte ich schon. Ich mache hier mal einen Waypoint hin. Hat irgendjemand. Ich habe keine Portal ganz mit. Einmal zurückporten. Ich wollte nämlich mal kurz eine Soul Vial craften. Oder einfach nehmen von den 7, die ich habe. So. Und damit kann ich mir nämlich jetzt jederzeit einfach so ein Viech fangen, wenn ich es mal kurz haben will. Das brauchen wir so oder so. Heißt, tatsächlich, die Aktion wäre sogar sehr gerechtfertigt gewesen, wenn ich nicht schlau genug gewesen wäre, eben auch alles mitzunehmen, was ich brauche. Aber naja, gut. Was will man von mir eigentlich erwarten? Außerdem ist mein Jetpack so schnell, dass ich mich drum nicht kümmern muss. Hey, guck mal, warte mal, hier ist ein Blaze. Wenn ich den schon hier sehe, sterbe ich. Warte, bringt mir nicht mal was. Und die tötet sich an mir selber durch Thorns. Da soll mal einer sagen, Thorns ist ein sinnloses Enchantment. Es tötet diese scheiß Fledermäuse. Muss ich dazu noch mehr sagen? Diese veräfften Fledermäuse. Diese Fledermäuse, die einfach nur nutzlose Kreaturen des Schattens sind. Okay, let's see. I need some Wither Skelets. Wither Skelets! Wer hat die Wither Skelets? Ach komm, es lohnt sich an dem Punkt jetzt wirklich nicht mehr Gold Horse Armor und so einen Scheiß mitzunehmen. Ich möchte nur noch ein paar Wither Skelets. Eigentlich müssten wir ja welche spawnen können. In dieses Festung. Hier sind ganz viele komische Kreaturen. Was ist denn das alles? Heatscar Spiders wollen wir wetten? Oder uns ein anderer Müll? Ja, Heatscar Spiders. Heatscar Spiders. Und diese anderen komischen Wölfies da. Ja, nutzloser Crap. Hey du Crap! Jop. Aber hey, ich krieg Zeug von euch, also gib her. Ihr gebt mir sogar gar nicht so schlecht, gar nicht so viel wenig Kram. Ich kann reden. Und hallo Nitro Creeper, du bist One-Shot tot, also I don't care. Du auch. Alles One-Shot. Overpowered Schwerter for the win. Blazes, die spawnen. Yay, Blazes brauche ich nicht. Gut, ich brauche Blaze Rods, also so gesehen brauche ich schon Blazes. Nur halt jetzt gerade nicht. Spezifisch. Hallo. Oh, ist ja schön, dass ihr mir Schaden macht. Hä? Wo ist denn das Blaze? Hallo, Blaze. Ja, go. Du verreckst jetzt. Du auch. Guck mal, schon mal 10 Blaze Rods, das ist schon mal ganz nett. 10 Blazes ist doch schon mal ein Anfang. So, aber eigentlich wollte ich Wither Skelets finden. Und ja, ich weiß, dass es anders heißt. Na, also Gobi, wir sind natürlich hergegangen, nur um Wither Skelettens zu finden. Nicht um Blazes zu finden. Wobei technisch gesehen auch um Blazes zu finden. Ich wollte Blaze Spawner holen. Oh, guck mal, eine Wisp. Guck mal, keine Wisp mehr. Oh, die hat mir Order gegeben. Freundlich von ihr. Ich mach mal den Waypoint weg. Das stört nur. Ah, wir sind an dem Punkt, an dem Modpacks einfach nur noch durch die Gegend laufen, die richtigen Ressourcen finden sind. Es hat einfach ziemlich schnell den Infinity erreicht, der Punkt, wenn man so einigermaßen weiß, was man tut. Was bei mir nicht unbedingt der Fall ist, ich weiß, aber könnt ihr wenigstens so tun, als ob. So, ich muss irgendwie unter die Erde kommen. Funktioniert irgendwie nicht mit dem Ding, ne? Warum kann ich da eigentlich nicht runtergehen? Oder kann ich aber das hier tun? Thanks! Oh, guck mal. Ja, tötet euch ruhig selbst. Hab ich auch kein Problem mit. Muss ich das nicht tun? So, ich wollte die Blazes dort hinten töten, damit mehr Viecher die spawnen. Ja! Los! Los! Los, töte dich! Los!
Warum schlägst du dich? 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 Warum bekomme ich keinen Schaden lieber? Los! Warum stirbst du jetzt einfach? Ich hab doch gar nichts gemacht. Guck mal. Thorns ist das sinnvollste Enchantment für ein Peaceful Run ever. Die töten sich einfach selber. An dir. Hi. Übrigens. You have no power here. My little F-Creeper. So. Haben wir da hinten nicht noch Blazes gehabt? Ja. Komme ich da rüber? Ja, cool. Komme ich sogar wirklich. Oh, ein normales Skelett. Das ist natürlich ganz sinnvoll jetzt. Ja, töte mal kurz die ganzen Slimes hier. Los. Go, 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 go. Sterbi, 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 sterbi. So ist brav. Sehr brav von euch. Oh, guck mal. Wo wollten wir jetzt hin? Aua. Lass das. Du hast mich gekitzelt. Das finde ich nicht nett. Deswegen töte ich dich jetzt. Das ist einfach nur absolut, absolut, absolut krank. Eine Waffe, die einfach basically alles one-shottet. Und ich habe noch nicht mal Draconic angefangen. Ich habe einfach nur eine billige Darkseal-Rüstung halt mit Full Enchant. Das ist halt alles, was ich habe. Darkseal mit Full Enchant. Und halt, ja, das war's schon. Und halt ein vernünftiges Tinkers-Schwert, weil ich halt weiß, wie man Tinkers-Schwert da richtig macht. Das reicht halt einfach. Ich meine, gut, ich weiß, man kann mit Magic Wood noch mehr rausholen. Auch das weiß ich. Es ist mir nur egal, weil mir das reicht, was ich habe. Und weil ich Magic Wood einfach nicht mag. Ich finde es nicht toll, 50 Myriaden Nether Quartz ausgeben zu müssen, nur um ein paar Damage-Punkte mehr zu bekommen. Hey, ein Wither Skelett ist gespawnt. Okay. Wo bist du, Wither Skelett? Hast du Tür für den Blaze? So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Blaze Shots. Hallo. Tschüss. Oh, dieser Hund. Dieses Hund. Armes, kleines Hund. Oh, guck mal, da ist Wither Skelett. Hallo Wither Skelett. Sehr freundlich von dir, dass du dich da hinstellst und wartest. Danke. Komm her. So ist brav. Braves Wither Skelett. Sehr brav von dir. So ist fein. Okay. Haben wir das jetzt auch geklaut? Wither Skeleton Mission auch abgeschlossen. Ich hätte zwar gerne noch ein, zwei Wither Skeleton Skulls, aber irgendwie ist das anscheinend auch nicht so ganz sinnvoll. Was bist du denn? Warped Zombie Pigman? Cool. Darf ich dich töten? Oh, cool. Hi. Oh, du hast einen Uncommon Back gedroppt. Hi. Oh, freundlich. Drops sind immer toll. Selbst wenn sie absolut nutzlos sind. Oh, guck mal. Ah, der war zu schnell. Da war die Damage System drin zu stark. Die Damage, Damage Cap. Wie heißt das Ding hier? Die Damage Pro Tick Cap, die es ja irgendwie gibt. Uah! Die Lava fallen wollte ich dann doch eigentlich nicht. War das letzte Mal, als ich hier war, ey. Als ich mich dann hier hochgebart habe, weil ich keine Energie mehr in meinem Jetpack hatte. Alter, und jetzt fliege ich mit so einer Dark Solarium Jetplate durch die Gegend. Ist mir alles scheißegal, I don't care. Fuck life und so. Das ist alles ziemlich below jetzt. Ja, irgendwie ein bisschen seltsam. Wir machen mal so. Ja, mach hier mal Cobblestone draus. Gib mir ein bisschen auf den Sack, dass hier überall Lava ist. Oh, nett. Obsidian. Ja, das ist ja... Wow. What the fuck just happened there? Minecraft Water Physics. Yay! The fuck? Naja, whatever. Okay. Wir haben ein Wither Skelett und anscheinend kriegen wir nicht noch mehr, weil... irgendwie nur so eins pro 20 Milliarden Jahre spawnt. Well. Dann halt nicht. Tschüss. Oh, das ist dieses dämliche Nest, da wollen wir nicht hin. So, wo ist mein Homepoint? Komm. Ich habe einen Anker beim Home. So, das sollen wir uns mal finden. Come on! Ich habe einen Anker! Warum findest du denn nicht? 81 Meter ist doch wirklich nicht mehr viel. Muss ich wenigstens durchporten oder so ein Scheiß. Oh, come on! You serious?
Muss ich jetzt echt irgendwie durch die Gegend fliegen, um nochmal zu suchen, wo ich nochmal wieder nach Hause komme? Oh, ich hasse das. So, wozu habe ich dich überhaupt? Ist noch ein. Oh, da ist noch ein Wither-Skeletten. Hi! Komm her! Sei ein Feini! Gib mir einen Schädel. Oh, cool, zwei. Habe gerade zwei Schädel aus einem gekriegt. Gobi, halt den Mund. Ich habe ihn eben noch benutzt, okay? Beim ersten Mal habe ich ihn noch benutzt. Du musst halt überlegen, dass ich normalerweise mit Modpack spiele, wo der ganze Kram gar nicht mehr drin ist. So, wir haben Wither Skeleton Skulls. Juhu. Unser erster Wither Skeleton Skull. Also unsere ersten zwei auch gleich, aber. Potion of Poison. Wow, brauchen wir. Unbedingt. Kommt in unser Regal, werden wir wahrscheinlich nie wieder anfassen. Was ist das da eigentlich? Eine Anbrücke in zwei Scharten ist zwei Axt? Wird halt disenchanted. Bye bye. Und 12 Level ab in den Obelisken, der macht wahrscheinlich nicht mal einen Unterschied. Oh doch, ein Level haben wir da sogar Unterschied gemacht. Das ist extrem. Das ist extremer, als ich erwartet habe sogar. Cool. So, euch beide. Ihr kommt beide mal da rein. Erstmal. Da rein. Los! Und dann bauen wir so eine Diamond Dolly, weil man nie genug Diamond Dollys haben kann. Dolly. Give me the Dolly. Eins, zwei. Eins, zwei. So, man hat nie genug Diamond Dollys. Brauchen mehr Diamond Dollys. Und Mother Skelett brauchen wir auch. Das darf auch mal hier raus. So, inzwischen haben wir einen Ender, einen Blitz und einen Wither Skeleton. Das Problem ist natürlich, dass man mit Ender-Io Spawnern, soweit mir bekannt ist, keine Wither Skeleton spawnen kann, weil die keine NBT-Daten genaue Spawning erlauben. Das heißt, wir müssen das auf jeden Fall noch in so ein Safari-Netz umwandeln. Das machen wir doch gleich mal, ne? Oder? Gobi, kann man mit Ender-Io irgendwas in die Richtung machen? Ich bin der Meinung, das ging nicht, oder? Das konnte man nur mit RF Tools. Nicht, dass ich nicht auch wüsste, wie man es anders macht, aber. You know. Machen wir das mal kurz. So. Hi. Bye. So ist brav. Haben wir nur das Skeletten. So weit sind das nur billiger zu craften als die Dinger. Das ist die Reusable Safari Netz. Deswegen nehme ich mal ganz gern so weit zum Anfangs-Capturen und dann kann man immer noch die anderen craften, was sie braucht. So. Ja, gut. Okay. Ich bin der Meinung, es geht nicht. Ich bin der Meinung, mit Ender-Io spawnen kann man nicht Skeletten spawnen. Das Einzige, was ich mir vielleicht noch vorstellen kann, ist, dass es mit Draconic geht. Dass Draconic-Spawner das vielleicht erlauben. Aber selbst da bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, dass das ja auch erstmal mit Ender-Io umgewandelt werden muss. Das ist ja ein Broken-Spawner plus ein Soul-Vial. Und ich glaube, der nimmt dann einfach ein Skelett, nicht ein Wither-Skeletten, weil er da auch die NBT-Daten schon nicht mehr übernimmt auf den Spawner. Sonst würde es vielleicht sogar gehen. Wobei, nee, warte mal. Stimmt, das ging ja gar nicht. Man musste bei Draconic Evolution ja die Mob-Seele haben. Also man braucht ja eine eigene Mob-Seele mit Draconic, um da Spawner verwenden zu können. Stimmt, ich habe schon so lange kein Draconic mehr benutzt, dass das gerade kurzzeitig entfallen ist. Gut, aber jetzt haben wir auf jeden Fall genug Wither-Skeletten. Genau, das sagte ich ja gerade. Aber das, ich weiß nicht, die Stream-Verzögerung ist wahrscheinlich so hoch. So, was ich jetzt wollte, ist, ich wollte eine Ender-Chest. Ender-Chest? Oder generell Ender. Lass uns mal Ender-Chest. Wie heißt die Mod? Ach, Ender Storage heißt die Mod. Ender Storage. So, dann kann ich mich beide gleichzeitig haben. Wir wollen eine Ender Chest. Und zwar eine mit Wolle. Wir brauchen Wolle. Warum haben wir eigentlich nie Wolle? Weil wir nie Schafe, weil wir keine Schafe haben, ich weiß. Bitte nicht pennen, danke. Okay. So, und dann wollen wir jetzt bitte Folgendes. Und zwar habe ich da immer ein sehr klares System. Wir wollen jetzt eine Ender-Chest haben, die am ME-System hängt, für einen Import, damit wir einfach alles importieren können. Und das geht natürlich nicht in dem Falle ausnahmsweise mal mit einem, wie heißt das Ding, mit einem Interface, weil wir halt ein Interface nicht an der Ender-Chest bauen können. Ist klar, ne? Ja. Das Einzige, was mir gerade einfällt, ist, wir könnten einfach Translocator oder sowas benutzen, um dann die Ender-Chest herzuziehen, dann bräuchten wir keine Acceleration-Cards. Das wäre wahrscheinlich sogar billiger. Aber naja, jedenfalls wollen wir dafür eine Ender-Chest haben. Und das ist ja eine Ender-Chest, die einen Input ins System machen soll. Und ich habe genug Thermal Expansion und Ender-Io gespielt, um zu wissen, blaues Input und oranges Output. Das ist für mich einfach eine klare Sache. Blaues Input, oranges Output. Und dementsprechend, genau dieser Farbregel folgend, brauchen wir ein Lapis, eine Wolle und haben blaue Wolle und können damit nämlich direkt eine blau-blau-blau Ender-Kiste erstellen.
Und dann brauchen wir noch einen Diamond. So. Und wir wollen einen Ender Pouch. Nun ist das Problem beim Ender Pouch folgendes. Wenn ihr dort, ihr könnt dort zwar Wolle verwenden, die auch eine Farbe hat, indem ihr so macht, dann habt ihr einen blau-blau-blau Ender Pouch direkt. Das Problem ist nur, wir wollen ja einen Diamond Ender Pouch. Momentan sind die beiden verlinkt, aber momentan ist halt auch ein Public Ender Pouch. Da kommt jeder ran. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass es einfach ein Public Ding ist. Also setzen wir mal einen Diamant da drauf und jetzt ist es halt, ne, unsere eigene Enderkiste, ist klar. Aber die beiden sind nicht verbunden, denn das ist jetzt immer noch der Public Ender Pouch. Da können wir mal einen Stack Cobblestone reinlegen oder so. Ne? Hier ist ein Stack Cobblestone, ist eine Public Blau Blau Blau. Wer einen haben möchte, der kann sich nehmen. Und ansonsten hier ist aber nichts drin, weil das halt ein anderes. Was wir machen können, ist ein Shift-Rechtsklick auf die Ender-Chest. Schwupps, und dann fängt diese Perle da so ein bisschen an zu leuchten. Das sieht man, so ein bisschen heller ist die jetzt in der Textur. Und jetzt ist es halt auch ein Ender-Pouch RSGE. Und jetzt haben wir die Verbindung hergestellt. Und jetzt haben wir hier auch keinen Cobblestone mehr drin. Jetzt müssen wir einen neuen Cobblestone da reinlegen, den wir da drin haben wollen. Und dann ist halt natürlich auch entsprechend der Kiste nicht, weil man sieht ja, dass sich die öffnen. Wenn jemand übrigens die Kiste öffnet, öffnet sich auch unser Ender-Pouch, was ganz witzig ist. Das können wir sehen, wenn jemand unserer Base das versuchen sollte. Aber, ja. Okay, dann wollen wir folgendes. Wir wollen ein Soulbound-Buch. Soulbound. Denn Soulbound ist eines der geilsten Enchantments, das überhaupt existiert. Und deswegen machen wir das jetzt auch auf das Buch da. Wie viele Level brauchen wir? Ich glaube, 6 waren der Standard. So und so. 6 Level, Soulbound gibt her. Jetzt haben wir einen Soulbound Ender-Pouch auf der 6, wie ich ihn immer habe. Und da können wir jetzt irgendwas ranbauen. So, jetzt wäre noch die Frage, ob wir einfach ein... Eigentlich können wir es folgendermaßen machen. Eigentlich brauche ich nicht mal einen Import-Bus dafür. Wir können folgendes machen. Wir nehmen jetzt einfach diese Ender-Chest. Stellen die hier hin. So. Nehmen einen Translocator. 2 Stück. Und einen Glovestone. 1. Und machen einfach so. 1, 2. So. Und zack. Und damit haben wir eine Ender-Chest, die automatisch ins W-System geht. Und zwar wesentlich einfacher, als wenn wir jetzt einen Import-Bus mit Acceleration-Cards bekommen würden. Denn die Translocator haben wir noch da, die sind sogar schneller als ein Import-Bus und das Interface ist sowieso basically instant. Also hey. übrigens mal als Vergleich, ne? Um das mal zu demonstrieren. Die sind schnell. Die sind sehr schnell, die Iron Translocator. Ich glaube, das weiß man aber auch, wenn man gerade schon, wenn man schon gesehen hat, wie ich meine Diamond Chests ausgehöre. Ich glaube, habe ich das jemals on Stream gemacht? Eine Diamond Chest in die Genre auszulernen, mit die wir unten aus unseren Farm hatten, die Diamond Chests. Habe ich, glaube ich, auch mal on Stream gemacht. Das ist jedenfalls ganz nett. Und es sieht schick aus. Und es kostet halt keinen Channel. Das ist extrem praktisch daran. Es kostet keinen extra Channel. Und Channel sparen ist ja immer etwas, das man natürlich machen möchte, wenn man mit AI spielt im Vergleich zu Logistics Pipes. Ich weiß, man müsste es nicht, aber ich bin halt. Ich bin, was solche Sachen angeht, halt einfach viel zu perfektionistisch. Und ich meine, warum soll ich mir die Mühe machen, Channel zu sortieren, gerade wenn ich auf dieser Seite überhaupt keine Channel mehr habe, wenn ich halt das einfach so lösen kann. Mit einem Interface, das eh schon steht und eh nicht mehr benutzt wird. Ist das eigentlich unser Import-Interface? Ist das genau das Interface, was auch die... Das ist sogar genau das Interface, was... Ne, das ist eins daneben, okay. Genau das wollte ich nämlich wissen. Denn es ist ganz gut, wenn wenigstens das Interface hier Import und das andere Import ist. So, ich muss mal ganz kurz... So, nochmal kurz auch noch einen Schluck getrunken und jetzt kann es weitergehen. Also, wenn wir jetzt da was reinwerfen, zack, ist es dann halt im System. Sehr schön, haben wir das also schon mal. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Wireless Access und das Schöne ist, wir können Wireless Access relativ leicht besorgen, indem wir uns ein Wireless Access Terminal machen. Natürlich, aber nein, er sagte nicht schlafen, also mache ich das jetzt auch nicht. Okay. Also, Wireless Terminal, Storage, Stored Energy, ist toll. So, also, Stored Energy, genau. Verwirrung. Also, ja. Das Teil ist schon mal ganz toll. Das Problem ist nur am normalen Applied Logistics Wireless Terminal, es hat keine Crafting-Option. Zum Glück spielen wir hier Infinity und das heißt, es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, ein Crafting-Terminal zu bauen. Ich glaube, das kann man, indem man ein Crafting-Terminal dazu packt. Also hier ein ME-Crafting-Ding dazu packt irgendwie. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht geht das, wenn ich Crafting Terminal suche. Ja, irgendwie. Wahrscheinlich. Mal gucken. Auf jeden Fall brauchen wir aber wahrscheinlich als Grundlage erstmal ein Terminal.
ein normales, billiges Wireless Terminal. Und dafür brauchen wir eine Energy Storage Cell. Also gucken wir mal. Wir brauchen eine Energy Storage Cell. Das kostet Zeugs. Nee. Gib mal Auto-Crafting. Ich keinen Bock drauf. Mach mal Mounts. Was brauchen wir? Fluix, Quartz, okay. Fluix Dust. Gib her. Und Quartz Glass. Nein, nicht das da. Nein, auch nicht so. Quartz Glass. Gib her. Go. So, mache, mache. Und dann du. Nein, nicht du. Du. Klack, zack. So. Storage Cell. Dance müssen wir ihm nicht beibringen. Was wir ihm außerdem beibringen könnten, ist mal eine Fluix Pearl. Das wäre auch nicht schlecht. So. Und wollen wir dann auch gleich Fluix Receiver beibringen? Also Wireless Receiver können wir eigentlich auch gleich beibringen. Wir brauchen Quartz Fiber und dann gleich die Fluix Pearl. Haben wir hier oben noch Slots frei? Nein, dann machen wir das hier unten rein. Fluix Pearl und Energy Cell. Die Fluix Pearl. Alle mal craften. Start. Und go. So, haben wir auch einen Wireless Receiver. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht so oft. Also brauche ich ihn eigentlich nicht unbedingt im Auto-Crafting, oder? Ja, nee. Eigentlich brauche ich nicht im Auto-Crafting. So selten, wenn man das Ding braucht. Oder braucht man das häufiger? Was braucht man denn für die Wireless-Sachen von AI? Wireless. Wireless Access Terminal braucht auch das. Was brauchen die Range Upgrades? Die Range Upgrades brauchen es nicht. Okay, dann ist es nicht so wichtig. Dann brauchen wir das nicht unbedingt. Okay. Heißt, dann machen wir das einfach so. Und dann brauchen wir jetzt also eine Dense Energy Cell. Da brauchen wir eine Energy Cell überhaupt erstmal. Das sind 8 Stück davon. Go. Und dann brauchen wir noch ein ME Terminal. Das müssten wir auch relativ schnell hinbekommen. Wir brauchen die Cores. 1. Oh, wir haben keine CPUs available. Das ist traurig. Core. Start. Core. Ach komm. Go! Thanks. So. Terminal. ME Terminal. Und dann noch ein Wireless Receiver. Und dann haben wir unser Terminal noch nicht ganz, weil wir noch eine Dense Energy Cell brauchen. So. Haben wir ein Wireless Terminal. Das ist doch schon mal ganz nett. Wireless Terminal haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir aber noch ein Wireless Access Point, damit wir halt auch noch irgendwie was haben, womit das angeht. Denn das Terminal an sich macht natürlich noch nichts. Früher konnte man das Terminal, glaube ich, an die in den Controller reinpacken oder so. Und dann hatte man direkt Wireless Access oder sowas. Und dazu braucht man ja nicht mehr viel anderes machen. Das geht jetzt nicht mehr. Wir müssen das irgendwie anderweitig machen. Also brauchen wir jetzt erstmal ein Wireless Access Point noch. Heißt, wir brauchen noch so ein Ding. Dafür brauchen wir noch eine Fluix Pearl. Let's go. Wireless Receiver. Und das müsste eigentlich schon reichen. Jo, Wireless Access Point. Und dann wollen wir als letztes noch, und die können wir wieder autocraften, Wireless Booster haben. Zumindest ein paar. Was kosten die? Wir kosten Fluix Dust. Fluix Dust, das ist nicht schwer. Was die aber auch kosten ist Enderpearl Powder. Muss es Enderpearl Powder sein? Augenscheinlich, das wechselt nicht. Das ist wahrscheinlich, ja, natürlich ist das eine gegrindete Enderpearl. Gibt es irgendwie noch anderes Enderpearl Powder? Enderpearl, kann man die irgendwie noch anderweitig grinden, dass man mehr rauskriegt als eins? Sieht irgendwie ein bisschen wenig aus. Ja, hier, aber das ist für Portal Gun und wahrscheinlich auch nur für Portal Gun, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Okay, dann müssen wir wohl beibringen, eine Enderperle gibt, ne, gibt halt das Ding. Also, gib mir mal Processing Pattern, mach mal leer, eine Enderperle gibt. So, schon mal gar nichts. Eine Enderperle gibt im Pulverizer. Enderpearl Powder. Let's go. So, und das muss in den Pulverizer. Krieg ich einfach. Das mache ich wieder den Aufwand. So, zack. Unser Pulverizer wird langsam voll an Rezepten. Jupp, und dann normal Crafting Pattern und Wireless. Nein. Wireless, so rum. Ich vergesse mal, dass ich nicht NES Synchronized anhab. Und so. Let's go. Wireless Booster. Wow.
Das ist, wow. Ey. Okay. Warum? Ach so, weil ich aufs Sink geklickt habe. So, okay. Dann wollen wir jetzt Wireless Booster. Genau, solche Sachen bringen mich immer total aus dem Konzept. Also, Wireless Booster, wie viel wollen wir denn überhaupt haben? Wie viel können wir überhaupt haben? Gucken wir erstmal unseren Wireless Access Point überhaupt an. Wo haben wir Channel frei? Wir brauchen dafür auf jeden Fall Channel. Und ich denke, wir haben hier schon einen super guten Kandidaten. Genauso wie wir übrigens zwischen besseren Kandidaten hierfür haben. Denn ich meine, warum soll ich hier einen Wireless Charger machen, wenn ich ihn hier hin haben kann? Warte mal, was ist. Warum ist das. Ach so, weil das Sewer keine braucht. Okay, aber wir können ja mal so machen. Let's go! Jetzt haben wir ein bisschen bessere Reichweite wieder mit unserem Wireless Charger. Und da unten ist ein Enderman, den töten wir mal kurz. Danke. Er gibt der Perle. So. Freundlich von ihm, dass er mir die Perle gibt. Okay, also, wir brauchen. Den wieder da. Jetzt haben wir also wieder ein bisschen die Reichweite an einem besseren Punkt gebracht, ohne dass wir mehr Kabel gebraucht haben, weil wir die sowieso für was anderes brauchten. Und wir brauchen für das Ding Channel. Und Channel haben wir momentan 0 von 32 benutzt, was nicht so ganz stimmen kann, denn wir haben eigentlich ja ein paar hier benutzt. Müsste da nicht 8. Ach, hier steht auch 0 von 8. Toll. Hat er vergessen, die richtig zu benennen. Naja. Gut. Kann ich den abbauen und neu hinbauen, damit er das besser macht? Let's go. Oder ist jetzt die komplette Verbindung abgebrochen? Ne, ne, jetzt steht 6 von 32 da. Okay, jetzt hat er es aktualisiert. Sehr schön. Und hier haben wir zwei Channel. Aber ich denke, das wird mehr. Heißt, wir können lieber hier die Channel noch mit benutzen. Jetzt haben wir ja hier. Aua. Sag mal, was ist denn los? Dürfte ich bitte wieder fliegen? Please. Alter, irgendjemand ist gerade hart am Erkunden. Das zieht ja gerade mal richtig. Okay. Aber wir können eigentlich mal einfach das Ding hier raufsetzen. Das stört, denke ich mal, am wenigsten. Und ist eine gute Stelle für die Reichweite. Und ich hätte gerne auf jeden Fall in Redstone Flux, damit wir sehen, wie viel das ist. 16 RF pro Tick für den Wireless Access Point. Wie viel Reichweite hast du denn so? 16 Meter. Okay. Wir können ja mal Folgendes machen. 8. 101 ist dann, glaube ich. Safe. Jo. Wie viel sind 16 Meter? Mehr als ich gedacht hätte. Das ist 16 Meter. Das ist doch ein Stück mehr, als ich gedacht hätte. Aber ich glaube, das kriegen wir besser hin. Werden wir denn wieder landen dürfen? Wireless Booster. Lass uns mal gucken. Machen wir mal 16 Stück. Können wir uns ja leisten. Let's go. So. Okay, jetzt können wir jetzt unser Jetpack wieder benutzen. Und jetzt haben wir 80 Meter. Ja, das ist ein bisschen mehr, würde ich mal sagen. 80 Meter ist dann ungefähr. Das ist mehr, als wir jemals brauchen werden. Alter Schwede, das ist bis hier. Okay, nett. 80 Meter ist auf jeden Fall genug. Okay. Und das sind 80 RF pro Tick, das können wir uns leisten. Das ist jetzt nicht sehr viel. Es war schon viel, aber nicht sehr viel. Wir können wahrscheinlich auch mit. Okay, das ist immer eine dämliche Zahl. Das ist eine absolut dämliche Zahl. Fuck it, wir machen einfach 16, weil es aber eine bessere Zahl ist, die tatsächlich auch existiert. So. Und dann brauchen wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit, das Ding zu linken. Und ich glaube, das war. Nee? Controller? Nee? Okay. Ach so, nee! Das war ja AE2, da war es ja anders. Man brauchte erstmal noch so ein ganz beklapptes Item. Eine Security Station brauchte man erstmal in AE.
Das Ding, Security Terminal, das brauchte man erstmal, damit man überhaupt irgendwas machen konnte. Ja, siehst du? Ich war schon wieder schon da als du, Gobi. Ha! Ich brauch dich nämlich gar nicht. Ah! Ich kann das auch alleine. Ja. Ich weiß. So, 16K. Wenn ich den tippen könnte. Habe ich nicht die 16K Storage mit drin? Ach, ich glaube, ich habe nur 4K ihm beigebracht, ne? Ne, das Stream hat einfach nur viel Delay, einfach nur zu viel Delay. Refresh mal. Eigentlich sollte mein Delay jetzt nicht so scheiße sein. Ich glaube, ich habe meinen Delay nicht so hochgestellt. Gib mir mal das. So. Dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, dich auch zu kriegen. Ja. So. 16K. Und weil wir gerade so schön dabei sind, können wir eigentlich auch mal 64K ihm noch gleich beibringen. Wo haben wir denn die Cars? Da. Okay. Es ist natürlich blöd, dass ich das jetzt nicht beieinander haben kann, ohne dass ich alles komplett auseinanderreiße. Hier nehme ich gerne noch 16K. Können ja mal Folgendes machen. Wir können ja dich hier hinnehmen. Wow. Sachen so rausnehmen ist irgendwie sehr aufwendig. So, dich nehmen wir raus. Dich nehmen wir raus. Dich nehmen wir raus und dich nehmen wir raus. Dann nehmen wir dich hier rein und dich hier rein. Dich nehmen wir raus. Dich packen wir hier hin. Und dich packen wir hier hin. So. Und die Upgrades packen wir dann einfach hier unten rein. So, so, so und so. Und dann haben wir das nämlich hier voll. Und hier können wir gleich das 64K-Ding hinpacken. Also 16K. 16K brauchen wir eh eine, also können wir die sowieso herstellen. Let's go. Und dann können wir daraus nämlich gleich eine 64K einfach nur als Systemspeichermöglichkeit machen, auch wenn wir sie wahrscheinlich niemals brauchen. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich sie jemals oder niemals brauche. Es geht darum, sie zu haben. Okay? Okay. Damit das klar ist. Gut. Also, wir brauchten eine Security Station. Das war der ganze Sinn unserer Aktion hier. Security Terminal ist das Ding immer noch. Und das brauchen wir nämlich, denn unser System ist momentan ja noch gar nicht sicher. Muss man sich mal überlegen. Momentan kann jeder Hans und Franz, der hier irgendwie existiert, eigentlich da einfach rangehen und das öffnen, wenn er Bock hat. Oder sie. Aber wir haben, glaube ich, gerade keine weiblichen Wesen auf diesem Server, also er. Dementsprechend ist es ein bisschen ungeil, denn, naja, ich meine, ist einfach ein bisschen ungeil, dass Leute einfach an unser WME-System rankommen, wenn da keiner ran darf. Also wollen wir das Security Terminal. Das ermöglicht uns, dass da kein anderer ran darf, bis er einfach das Security Terminal abbaut und dann ist es egal. Aber das geht ja normalerweise nicht, wenn man auf normalen Servern spielt, ne? Also, keine Ahnung. Wo haben wir denn noch Channel frei und Platz? Ich glaube, wir haben hier hinten keine mehr. Das sind alles 8 Channel belegt. Hier sind 8, hier sind 8, hier sind 8. Braucht ihr überhaupt Channel? Braucht die überhaupt Channel? Ich weiß gar nicht, ob die Channel braucht. Wie viel haben wir? Zwei? Braucht die einen Channel? Oh, so auf jeden Fall. So. Brauchst du einen Channel? Ja, du brauchst einen Channel, okay. Gut. Ist doch geklärt, können so oder so da nicht ran. Da hast du recht. Da hast du technisch gesehen recht. Ich glaube, er darf ran, weil er halt ein Freund ist jetzt. Weil ich gucken müsste, was ich eingestellt habe für meine Claims. Wo kann man das nochmal einstellen? Settings. Da. Claim Chunk Explosions True. Claim Chunk Flag Press True. Claim Chunk Security Level Friends. Public, Private, Friends. Guck mal, genau so ist es nämlich. Wenn ich auf Friends stelle, können halt Freunde mit meinem Zeug interagieren und niemand anderes. Ja, gut. Wenn ich jetzt mal als Freunde hinzufügen kann, ist hier. TNT darf mal Freund sein. Ja. Und Info darf auch Freund sein, dann darf er sich Zeug hier holen, wenn er möchte. Gut. Also, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir hier einen perfekten Platz dafür haben. Hey, ist schön. Das ist einfach der absolut perfekte Platz dafür. Denn hier ist noch ein Channel frei. Nämlich genau der letzte Channel jetzt. Es ist nah dran an dem Supporter hier dran. Und wir brauchen die Channel gerade für nichts anderes. Ist natürlich problematisch, wenn wir dann irgendwann nochmal einen File Link Cabinet mehr hinzufügen wollen, aber das ist jetzt egal. Momentan haben wir genau 6 File Link Cabinets plus 1 sind halt, ne? 6 plus 2 sind 8, kann man rechnen, ne? Ist nicht so schwer zu rechnen, ja.
Ne, es ist möglich. So. Also ja, Gobi, du hast technisch gesehen recht, aber praktisch gesehen, ne? Leute machen Zeug. So, also, Security Terminal ist ganz toll. Was wir damit machen können, oder könnten, ist halt, wir können Leuten erlauben, an unser System ranzugehen, wenn wir Bock haben. Wollen wir das? Nö, denn dafür brauche ich den Biometric Casten aufwendig herzustellen, keine Lust. Also wenn wir Leute an unser System ranlassen wollen, dann können wir das natürlich irgendwann machen, aber momentan brauchen wir das nicht. Also einfach Wireless Terminal ran und dann ist es linked und dann können wir es benutzen. Yay. Was wir übrigens machen können, ist halt Biometric Cards reinpacken und dann eben auch ganz viele verschiedene Sachen einstellen. Also wir können zum Beispiel auch sagen, Leute dürfen nur was reinpacken, aber nichts mehr rausholen. Sie dürfen craften, aber nicht dran bauen. Und sie dürfen Security selber einstellen, was halt natürlich das gefährlichste Recht ist. Denn dann dürfen sie sich selbst, dann dürfen sie halt ihren Freunden auch weitergeben und dann hat man über das Freunde von Freunden von Freunden Prinzip und ist dann am Arsch. Also will man das nicht unbedingt. Aber hey, wir haben ein Terminal. Jetzt können wir schon mal nach Number of Items sortieren. Das ist doch schon mal ganz toll. Bringt uns aber noch nicht wirklich weiter, denn es ist halt nur ein Terminal, womit wir an Items rankommen. Das ist einfach ein bisschen sinnlos. Ich sortiere natürlich auf Inventory Tricks, ist klar. Also wir können da zwar jetzt Zeug rausholen und reinpacken und so weiter, das ist alles kein Problem, können wir machen. Aber ist halt blöd, denn damit können wir nicht craften, wir können nur Items rausholen. Das brauchen immer ein Crafting Table. Und das ist doch viel zu aufwendig. Also lass uns doch mal gucken, wie wir das Ding aufwerten zu einem Crafting Terminal. Tatsächlich bin ich mir da nämlich nicht gerade sicher, wie das funktioniert. Meine Vermutung ist, dass man halt einfach irgendwie ein Crafting Terminal da reinpackt irgendwie. Also dass man irgendwie so ein Ding macht, in dem man das halt irgendwie hat und da was zupackt oder so. Ja, wir probieren das einfach mal aus, indem wir ein Crafting Terminal craften und gucken, ob das passiert, was ich mir hoffe, dass es passiert. Also machen wir mal ein Crafting Ding und machen noch mal ein, weißt du, was wir machen? Wir machen das mal ins Auto-Crafting. Das ist mir langsam auch zu nervig, die Dinger alle herzustellen. Illuminated Panels mit Quartz. Nein, nicht mit Fused Quartz. Lass den Kram. Ich will das Zeug. So. Gib mir die da. Und dann. Wow, da haben wir gar nichts von. Gib mir die Cores. Eins. Und zwei, während ich inzwischen das hier mal da reinpacke. So, und ein Illuminated Panel wollen wir auch mal craften. Oder jetzt müssten wir die normalen Terminals auch auto craften können. Denn die sind ja sonst extrem nervig, jedes Mal herzustellen. So. Wahrscheinlich werden wir sie genau jetzt nicht mehr brauchen. Aber jetzt habe ich es wenigstens auto craften, dann ist wenigstens Gobi zufrieden. Also, ein Terminal. Crafting. Go. Und dann sollten wir so machen können. Und was ich jetzt hoffe, ist, dass wir sowas machen können wie so. So? Nein? Okay, so schon mal nicht. Wie machen wir denn das jetzt? Ich habe so lange nicht mit AI gearbeitet, dass ich halt legit nicht mehr so ganz drin bin, wie das funktioniert. Da müssen wir ein Fluid-Terminal bauen und das dann mit einem Terminal verbinden. Damit wir halt so ein Ding kriegen. Ich würde halt gerne Crafting Terminal haben. Oder muss ich da irgendwie eine Crafting Bench draufpacken? Oder eine Crafting Couch oder irgendwie sowas. Gobi, das sind Sachen, die du doch bestimmt weißt. Ich meine, das ist alles unlogisch. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass ich halt irgendwie ein Crafting Terminal da reinpacken muss. Aber. Oder muss ich vielleicht ein Terminal craften mit so einem Ding? Aber das ist die einzigen Rezepte, die ich hier sehe, sind. Warte mal, wenn wir hier einen Craften sind. Normales AI-Terminal. Mit MW-Terminal. Gibt uns nochmal MW-Terminal. Und. Nein, da hast du Unrecht, Gobi. Da, guck mal. Das hier gilt auch für Crafting. Das ist seltsam. Geht das aber funktioniert nicht. Sicher? Das finde ich ein bisschen kacke, nämlich. Das finde ich mich echt ein bisschen kacke. Hätte jetzt gehofft, wir können uns wenigstens eine Crafting Terminal bauen. Weil ich es halt hier gelesen habe. Let me see. Was kostet ein Fluid Terminal, wenn wir das mal reinbauen können? Nicht mal so viel.
So, Fluid Terminal, dann craften wir das zusammen. Jetzt haben wir ein Wireless Universal Terminal. Und das Universal Terminal können wir jetzt mit einem Crafting Terminal zusammen craften? Immer noch nicht. Wie können wir denn daraus jetzt, wie können wir dem jetzt noch was hinzufügen? Fluid, ME, Sensor, Fluid, Sensor, Fluid, Terminal. Okay. Das ist natürlich ganz toll. Warum gibt es die Option dann überhaupt? Warum steht da überhaupt Crafting dran, wenn das es nicht gibt? Was ist denn das für ein Müll? Ich meine. Ah ja, okay. Fluid Terminal. Und so ist wieder ein Wireless Terminal. Nach Inventory Tweaks. Naja, gut. Okay, das ist blöd. Aber dann ist das halt so. Dann werden wir wenigstens irgendwas, womit wir Items holen können. Und wenn wir dann halt Items brauchen, können wir sie wenigstens holen. Bisschen underwhelming, vor allem wenn ich Items, wenn Items wegpackt, wahrscheinlich der Hauptpunkt ist und das kann ich über beliebige Distanz mit einem Ender Pouch. Ah ja, okay, verstehe. Verstehe. Okay. Also ja, du hast recht, Gobi. Funktioniert nicht. So, also Gobi hat recht, es funktioniert nicht. Das funktioniert, jetzt gibt's nämlich nicht, weil man dafür die Wireless Crafting Terminal Mod wahrscheinlich brauchen würde oder halt AE Staff oder irgendwas anderes. So, also, then, let's see. Lass uns mal gucken. Dann müssen wir halt damit leben, dass das hier das einzige ist. Fluid Tunnel brauchen wir eigentlich jetzt überhaupt nicht. Also, theoretisch gesehen, weißt du, was wir machen? Wir nehmen dich mal raus, packen dich hier rein und machen ein neues AE-Terminal, weil es mir auf den Sack geht. Dass ich aus Versehen auf Fluids wechseln kann. Genauso mache ich das jetzt. Ich mache jetzt einfach ein neues Wireless Tunnel, weil es mir auf den Sack geht. Dass ich aus Versehen umwenden kann. Because why not? Wir haben die Ressourcen, I don't care. Ja, genau, Gobi. Es ist halt auch einfach fucking OP, deswegen ist es auch ganz gut, dass es nicht in jeder Modpack drin ist. Ich habe noch eine Erinnerung von einem Pack, in dem ich es mal drin hatte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war irgendeine Skyblock-Map. Und es kommt halt wirklich an den Punkt, an dem du dich nicht mehr bewegst und eigentlich nur noch in der Mitte stehst und Crafting Terminal benutzt. Ist halt irgendwie auch nicht mehr so ganz der Sinn. Deswegen, also. Sag mal, kann ich so machen? Nein, das wäre auch zu einfach. Naja, gut. ME Terminal gibt mir nochmal ein normales. Ich glaube, ich könnte nochmal ein Crafting Terminal unten anbringen, zumindest für eine Weile, damit ich wenigstens hier unten irgendwie craften kann, wenn ich es mal brauche. Also setzen wir nochmal hier ein Crafting Terminal einfach ran. Das stört ja auch nicht. Hier, guck mal, 2 von 8 Channeln. Müsste das gleich sein. Sortiere nach Inventory Tweaks. Sehr schön. Und dann muss ich dich nochmal in, nochmal in den Security Panel packen, damit das auch gelinkt ist. So, haben wir das. Und auch dich, Inventory Tweak Sortierung, wunderschön. Okay, hätten wir das Problem auch, ja, haben wir jetzt halt eine Möglichkeit, das ist halt, naja, es ist besser als nichts. Auch wenn wir es wahrscheinlich niemals brauchen werden. Das Einzige, wo ich es mir vorstellen kann, ist hier hinten. Hier kann man es gebrauchen. Denn hier will man halt Items haben und dann kann ich so Item holen und hier craften. Aber dann würde ich, das würde halt auch gehen, wenn ich einfach ein Wireless Terminal mir besorgen würde. Also, naja, whatever. Also ein normales Terminal dahin bauen würde, meine ich. Aber dann brauche ich halt nicht extra Channel dafür verschwenden. Denn das ist jetzt ja ein Channel für beliebig viele. Und da unten brauche ich extra Crafting. Okay, okay, okay. Dann reicht es jetzt aber. Also, wir haben Wireless ME Access haben wir geschafft. Import Pouch haben wir geschafft. Habe ich noch was Neues auf die Seite geschrieben? Hallo? Wahrscheinlich nicht, sonst würde er sehen, wir es anzeigen. Ich mache aber mal eine To-Do schon mal als Sache, als Möglichkeit. So. Also, dann als nächstes. Was brauchen wir als nächstes? Ich denke mal, als nächstes können wir uns mal Tool Upgrades angucken. Genau. Und zwar wollte ich jetzt mal ein bisschen Redstone nehmen, jetzt wo wir so basically unendlich haben. Wollte ich einfach mal ein paar Stacks Redstone nehmen und mal unsere Tools aufwerten mit dem, was wir noch so haben können. Meine Spitzhacke ist mir so schon schnell genug. Ich habe noch 3 Modifier übrig. Ich brauche sie nicht mehr. Irgendwie. Wozu noch? Ja, yeah, I don't know. I don't care.
Aber was ich machen möchte, ist unseren Hammer aufwerten. Was ich noch überlege, ist, da ist ja Lapis drauf. Und Kobi hat mir da so einen Trick gezeigt. Den ich zwar kannte, aber den ich nie so als besonders wahrgenommen habe irgendwie. Dementsprechend, ich möchte das einfach mal machen, weil, warum nicht? Well, eigentlich möchte ich das nicht machen. Möchte ich das machen? Möchte ich das machen? Ich meine, es ist nicht gut, wenn wir das für Ferris oder so benutzen. Das ist dann nicht mehr gut. Aber wann gehen wir da bitte nochmal manuell mein? Und das ist auch nicht gut für Kohle, also nein, wir sollten das Impact das nicht mal haben. Das ist Kacke für Kohle, Gobi. Wir wollen das gar nicht haben. Und wir haben jetzt eh einen automatischen Import. Also eigentlich ist es auch wieder egal. Weil der dann halt automatisch im Ore-Processing landet. Der ganze Kram. Aber was ich mir gerade überlege ist, wir könnten eine Axt machen, die das hat. Um direkt Holzkohle aus Holz zu bekommen. Das wäre auch total bekloppt. Einfach so Baum abbauen, hast du immer nur Holzkohle. Nee, aber mal ernsthaft. Ich glaube, das ist gar nicht so sinnvoll, weil wir natürlich die Erze haben wollen. Oder hier Quarz. Ich glaube, wenn man Quarz verbrennt, kriegt man doch auch irgendeinen Schwachsinn. Oder konnte man Quarz nicht alleine verbrennen? Nee, konnte man nicht, okay. Muss man die Blöcke verbrennen. Hallo Philipp. Na? Ja. Gut. Nee, also ich glaube, dann machen wir das nicht. Ich glaube, dann machen wir das Upgrade so nicht. Aber was wir machen, ist halt ein paar Speed-Upgrades, ne? Also, ich meine, was haben wir hier noch drauf? Lapis? Brauchen wir hier noch irgendwo anders Lapis? Nö. Also können wir eigentlich alles mal mit Forge, mit Redstone mal nicht aufwerten. Gib mir einfach Redstone. Gib mir ganz viel Planken. So. Und dann dich so und go. Haben wir Redstone. Dann die Axt. Geht auch schneller als so, wie sie jetzt ist. Ich wüsste halt nicht, was ich sonst noch draufpacken soll. Und selbst wenn, haben wir jetzt ja noch Modifier frei, wenn wir sie einfach benutzen. Wir können einfach einen Modifier halt draufpacken mit Diamond und Zeugs. Und hallo Geo! Wow, Geo und Gobi haben genau die gleiche Farbe. Das ist irritierend. Der eine hat nur einen kürzeren Namen. So, jetzt packen wir aber noch letzten auf unseren Hammer. Dann sind wir zufrieden. Oh, der hat ja gar nicht mehr so viel Slots. I don't care. Was wir machen können ist. Habe ich jetzt. Bleibt das da drin? Das bleibt da drin, ne? Ja. Was wir machen können ist. Ein Diamond. Na, ein Diamond. Ein Diamond Block. Ein Gold Block. Und ein Apple. Oh wow, das ist sogar der andere Golden Apple. Die gibt's ja auch. Aber wozu? Wir haben den guten Golden Apple. So. Zack. Ich glaube, die habe ich noch nicht da drauf gepackt, oder? Bin mir gar nicht mehr sicher. Nö, habe ich noch nicht. Dann let's just go. Let's just do this. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Slots frei für Modifier. So. Dann und dann. Dann war alles noch schön aufgewertet. Ja. Gut. So. Dich haben wir schon voll aufgewertet, ne? Ja, dich haben wir voll aufgewertet, dich haben wir voll aufgewertet. Den Mattock brauchen wir auch nicht weiter aufwerten. Der ist eh schon schneller, als es jemals muss. Also ja. Die haben wir umgebaut. Jetzt ist da auch kein Magic Wood drauf. Ein Triggerpunkt weniger. Ah ja. Ja. Können wir gerade schlafen? Nein. TPS sind gerade im Arsch. Für irgendwie, für irgendeinen Grund. Hab ich eigentlich? Dich habe ich noch nicht gescannt, ne? Nö, aber dich. Oh cool, aus irgendeinem Grund habe ich sogar den Charge Porter schon gescannt. Die Devil hat sogar einen Aspekt. Witzig. Oh, das ist einfach Jordan, den habe ich auch noch nicht gescannt. Aber der hat auch keine Aspekte, okay. Wenn wir schon dabei sind, ne? Also, wenn wir schon dabei sind, können wir die Sachen auch scannen. So, dann haben wir also unsere Tool-Upgrades gemacht fürs Erste. Mehr kommt dann halt später. Ja, danke, mach endlich hin. So, haben wir, denke ich mal, das. Ich würde eigentlich gerne mal, dass die Quarry hier fertig ist. Denn ich dachte, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die fertig bekomme. Dass die halt was macht noch. Ich meine, ich wollte, ich habe eine Quarry in der Oberwelt, yay.
Aber macht ihr nicht inzwischen wirklich so noch? Sag mal, Alter, was ist denn mit der TPS los? Junge! Timed out. Ja, geil. Läuft bei euch. Fuck. Ja. Ich glaube, die machen gerade irgendwie eine Erkundung oder so. Vielleicht gehen die gerade ins Deep Dark oder sowas. Ich meine, dafür haben sie ja gerade ihr Zeug gebaut. Das wäre nämlich sonst jetzt auch mein nächster Plan, dass ich mal mein Deep Dark Portal mir zusammenbastel. Timed out again? Ist das dein Ernst? Ja, geil. Cool. Danke, Scops. Super. Geilo. Ah, Deep Dark braucht anscheinend noch mehr Generierung als der Twilight Force. Das hätte ich nicht gedacht. Ja, alles gut. Alles gut. Ist nicht so schlimm. Passiert. Oh. Let's go. Was sagt denn eigentlich meine Disk-Kopier-Aktion? Meine Disk-Kopier-Aktion ist inzwischen bei 59%. Es ist einfach krank, wie moderne CDs und DVDs und so weiter einfach instant so nach dem Motto: Ja, kopier, 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 alles kein Problem. Und dann hast du so eine alte Disk von 95 oder wie alt auch immer das Scheißding ist. Und du kriegst sie nicht kopiert mit modernen Tools. Du musst Jungs so ein altes Tool nehmen, das einfach Fehler ignoriert, die auf der Disk sind, damit du das Ding irgendwie kopiert bekommst. Langsamer fliegen, I guess. Ja, wäre manchmal sinnvoll, I guess. So. Also, wie weit ist meine Quarry? Ich wollte wissen, wie weit meine Quarry ist. Und ich möchte gerne meine Quarry auch nochmal irgendwie benutzen. Wow, Scopes Joint. Ich kann nichts mehr machen. Okay. Die ist immer noch nicht fertig. Das kann doch wohl langsam nicht mehr wahr sein. Wie viel Sachen. Wie viel Blocks haben wir hier hingebaut? So groß ist der Radius doch auch wieder nicht. Jetzt mal ernsthaft, so groß habe ich die Coil doch nicht gebaut, oder? Naja, okay, egal. Machen wir mal Folgendes. Wir brauchen mal. Alter. Nee, aber was ich gedacht habe, ist, dass der Twilight Forest schlimmer als das Deep Dark ist. Das dachte ich zum Beispiel. Also, ich weiß, du Philipp geantwortet hast, aber. Ne, ich dachte, dass der Twilight Forest schlimmer als das Deep Dark ist. Und, augenscheinlich bin ich falsch, denn beim Twilight Forest ist TNT reingegangen und alles war gut. Da ist er sogar durch die Gegend geflogen und alles war gut. Hat zwar scheiße gelaggt, aber ist nicht ausgetimt. Jetzt fliege ich ja schon das zweite Mal raus. Weil, wie gesagt, alles gut, Scorps, aber. What the fuck? Der Server hat einen schlechten Tag heute. Okay, also. Ich möchte Quarry-Zeug haben. Ich möchte nämlich jetzt auch mal eine langsame Quarry aufbauen. Und ich denke, wir werden insgesamt drei Quarries haben wollen. Nämlich genau die drei, die ich hier habe. Dementsprechend wollen wir noch zwei weitere, denn eine haben wir ja schon. Zwei weitere Quarries sind zwei Diamond-Edged Computational Matrixes. Ich glaube, die habe ich mir sogar beigebracht, ne? Ja. Mach mal zwei davon. Ne, habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht, Geo. Ja. Beantworte ich dann später mal. Oder Geo, wenn du antworten möchtest. Das RSGE-Pack, wenn du die normale Version nimmst, also nur RSGE-Pack, enthält keine zusätzlichen Sylphs, nur Enlightenment-Ära. Also nicht Future-Ära, nur Enlightenment-Ära. Zusätzliche Religionssymbole. Und so ein paar kleine Fix-Mods. Also sowas wie Krakatauer-Fix, dass halt der Krakatauer auch mal nutzbar ist. Dass Kupfer dir auch Gold von der Mint gibt. Und ich glaube, das war's schon fast. Ich glaube auch unschnellere Flugzeuganimationen sind, glaube ich, auch drin. Ursprünglich waren noch Quick-Turns drin, aber das ist unkompatibel mit Multiplayer. Also, ja. Es ist tatsächlich ein relativ kleines Pack. Ja, stimmt. Scops und Philipp haben auch beide rot. Das ist irgendwie seltsam. Ja. Also, ja. Ich habe drei Packs. Egal. Ich kann das ja sonst selber später mal schreiben. Ich schreibe das jetzt. Ich schreibe. Also. Ist schlafen. Was wir nicht machen wollten, ist schlafen. Einmal kurz schlafen. Denn Regen und Schnee und Zeug ist nervig. Also, let's go, Schlafi. So. Okay.
Dann, also, zwei weitere Ender Quarries. Ich habe das Zeug schon angebrannt. Da brauchen wir Magical. Nein, nicht Magical. Wir brauchen diese Ender Cores. Davon brauchen wir vier Stück. Why do we have too little Magical Wood? Ach so, weil 4 mal 4 16 ist. Wir brauchen mehr Magical Wood. Wir brauchen also Bookshelves. Die haben wir noch nicht im Auto-Crafting. Das ist natürlich ein Fehler, den wir sofort beheben müssen. Let me please access my. Come on! Skorpste! Oh Mann, ey. Na, wenigstens habe ich so nochmal die Chance, was zu trinken. Siehst du? So, trinken ist doch wichtig. Also, solange es Wasser ist. Die anderen Substanzen sollte man nicht in höheren Maßen trinken. Aber das wisst ihr sicherlich. Gut, ich möchte eigentlich einfach nur ein normales, billiges Kackbookshelf. Weiß nicht, ob er das mir überhaupt erlaubt. Also, let's just do this. This and just use everything. So. Let's just use everything. Und dann machen wir einfach so. Und jetzt müssen wir in der Lage sein, Bookshelves auto zu craften. Das ist doch schon mal ganz gut. Lass uns mal eins auto craften. Dann sind wir schon mal ganz glücklich. Und wir brauchen ein bisschen Gold. Und ich glaube, wir können mehr als ein Book. Mehr als ein Bookshelf. Meine Güte. Yeah. Gib mir mal. Na, 10 sind vielleicht ein bisschen viel. Also 4. Können wir 5 Sets machen. Das sind also insgesamt 20 Items. Wir haben hier auf jeden Fall genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, das sind ganz, 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 ganz viele Blast Protection Bücher und andere Prote mit Level 4 Enchantments. Das sollte auf jeden Fall ganz gut funktionieren. 10 Magical Wood. Und nochmal irgendwie 10. Ne, das sind nur 8. Aus irgendeinem Grund sind das nur 8. Okay, interesting. So ganz verstehe ich nicht, wonach das geht, aber hey. Und das sind jetzt nur 7. Wunderschön. 1, 2, 3, also 1, 2 noch weitere. Was echt interessant ist, einfach mal irgendwie lila und rot die einzigen Farben im Chat sind. Ja, ich habe das gerade nochmal gelesen und musste darauf gerade nochmal antworten. 11, jetzt haben wir wieder 11 gekriegt. I don't understand this, but oh well. Okay, zwei Diamantspitzhacken, die können wir mal kurz manuell craften. Ja, ich weiß, Scobie, jetzt fängst du schon an zu weinen, aber du musst jetzt ganz stark sein. So, und dann so. Und jetzt brauchen wir noch die da ein bisschen. Heißt, wir brauchen nochmal zwei Iron Pick. Isn't it Iron Pick? Oh, die können wir sogar auto-craften. Guck mal. Gobi wenigstens ein bisschen beruhigen. Davon brauchen wir aber mehr als zwei. Davon brauchen wir insgesamt nochmal zwei. So. Und dann brauchen wir Enderaugen. Davon haben wir nämlich auch keine. Ender-Eyes. Zwei, drei, vier Stück. So, und dann brauchen wir Wasser- und Lava-Eimer. Das ist natürlich das Interessanteste daran. Heißt, Wassereimer. Lava-Eimer ist ganz schön weit weg. Ist ein bisschen nervig. Naja, I don't care. Gut, Wassereimer, Lava-Eimer, Ender-Infused Obsidian. Lass uns einfach mal ein bisschen was davon craften. Ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen. Ich habe jetzt auch keine Lust nachzurechnen. Eins. Ich könnte das ja wahrscheinlich einfacher machen, oder? Gib mir Lava. Gib mir Wasser. Gib mir diese beiden Steinblöcke. Lava. Wasser. Endothermic Pump 2. Gib mir Lava. Gib mir Wasser. Sind wir schon ein bisschen schneller dabei. Gib mir dritte Endothermic Pump. Und dann haben wir gar nicht mehr genug. Meine Güte. Ender für Slopes noch nochmal 10. Let's go. Und nochmal Lava, nochmal Wasser und wir haben's. Zack, denn das lohnt sich wirklich nicht zu automatisieren. Das wäre mehr Aufwand, als es in dem Fall wert ist. So, haben wir aber das Problem gelöst. Das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt sollte ich einfach nochmal einen Tank hier unten hinbauen, aus dem wir die Lava rausholen können, die da oben ist. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Warte mal. Tank. Wir haben ja noch einen Tank. So. Und der wird irgendwie nicht. Okay. Why though? Ah, weil Lag. Okay.
Jetzt haben wir nämlich auch einfach einen Tank, wo wir Lava rausholen können. Das ist doch schon mal ganz praktisch. Gut, haben wir also unsere vier Endothermic Pumps. Und die beiden Buckets wollte ich eigentlich gerne behalten, denn man weiß nicht, wofür man so Buckets braucht. So. Dann haben wir eigentlich alles, ne? Eins. Zwei weitere Ender Quarries. Das ist doch schon mal gut. Zwei weitere Ender Quarries haben wir. Dann würde ich mal sagen, wir bauen Speed Upgrades Level 1 schon irgendwie, oder? Also wenigstens Level 1 Speed Upgrades, weil sie nämlich nicht extra Energie brauchen. Also die haben einen Power Gen Multiplayer von mal 1. Die brauchen natürlich schon extra Energie, weil die Quarry ja schneller läuft. Und die Ender Quarry braucht ja Strom pro Block, nicht Strom pro Tick. Heißt, pro Block brauchst du eine bestimmte Anzahl an Strom, was wiederum heißt, wir brauchen dadurch trotzdem mehr Strom, weil wir ja mehr Blöcke abbauen mit einem Speed Upgrade. Aber wir brauchen zumindest nicht mehr pro Block. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Ender Quarry Base. Ender Quarry Upgrade Base. Ich denke, wir brauchen gleich drei davon. Also gleich drei von den Speed Upgrades. Heißt, wir brauchen drei Diamond Pickles mit Efficiency 1. Ich glaube, an dem Punkt können wir doch Diamond Pickles mal kurz ins Autocrafting packen. Wir werden noch ein paar davon brauchen, glaube ich, oder? Ja, so viele dann doch wieder nicht, wie ich gedacht habe. Egal, dann machen wir das kurz manuell. Eins, zwei, drei. Why though? Wo ist meine... Hä? Habe ich jetzt nur eine? Ach so. Stimmt, das Pattern Tunnel funktioniert ja anders. Das Pattern Tunnel gibt einem ja das Ergebnis, ohne es zu craften, wenn man es hat. Stimmt. So, drei Pickaxes. Da brauchen wir jetzt überall Efficiency drauf, und zwar Efficiency 1. Das ist so eine richtige dumme Request, aber hey. Und dann brauchen wir noch außerdem Ender Infused Obsidian. Bisschen mehr als 7. Gib einfach mal ganz viel davon. Kann das gar nicht genug haben. Und dann brauchen wir noch Burnt Quartz. Burnt Quartz. Und zwar brauchen wir mindestens 3, eher 6. Wir brauchen 6 Stück davon, weil wir 6 Upgrades insgesamt brauchen. Nämlich ein Speed Upgrade pro und dann noch ein weiteres Upgrade pro Quarry. Wir haben 3 Quarries. Ergibt doch Sinn, oder? Kann ich rechnen? Ich kann rechnen. Manchmal zumindest. So, let's go. Mit unseren neuen Stück geht das zumindest einigermaßen schnell. In der Zwischenzeit können wir uns mal angucken, was wir für Efficiency 1 brauchen. Ich gehe davon aus, Efficiency 1 ist wahrscheinlich below ASF. Deswegen werde ich das wahrscheinlich einfach so machen. Was kostet denn Efficiency 1? Looting. Efficiency 1 kostet Redstone. Das ist ja... Boah. Alter, das ist ja beinahe unschaffbar. Okay, gib mir mal 3 Books and Quills. Das Tolle ist, die sollten sogar tatsächlich hier drin landen. Ich liebe es. Ich liebe dieses Ding einfach. Das Advanced Filing könnte ist eine der geilsten Erfindungen, die in der neueren Version nicht mehr existiert. Ja, das ist wirklich nervig, dass man in der neueren Version das Ding nicht mehr hat. Das ist eine der besten Sachen überhaupt, wenn man mit ME vernünftig Sachen speichern möchte, die nichts decken. Aber hey, dann brauchen wir Redstone. Und wir brauchen Leveler. Leveler. Wie viele Leveler brauchen wir denn? Leveler 12 Stück. War das eins? Ja, Level 5. Leveler 5. Gib mir mal 5 Leveler. Gib mir das. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht 6. 5 reichen. Nein. Ich möchte nur 12 da drin haben. Oder 13. Ist mir egal, ob es wenig gibt, dass wir eine Efficiency 1 kriegen. 1, 2, 3, 4, 5. Und ja, ich weiß, ich könnte eine Steinspitzhacke enchanten, um Efficiency zu bekommen. Aber I don't care. Das ist auch nicht viel teurer, als eine Steinspitzhacke zu enchanten. Und so erspare ich mir das Disenchanten. Und das Disenchanten kostet ja auch wieder Strom und... Well. Wir haben genug XP. Come on. So. Zack, zack. Efficiency 1 Spitzhacke. Zack, zack. Efficiency 1 Spitzhacke. Efficiency 1 Spitzhacke. Und zack, zack. Efficiency 1 Spitzhacke. Wundervoll. Jetzt müssen wir auch unsere Upgrade-Bases haben. Sehr schön. Und wir brauchen Upgrades generell. Upgrades für Sped. Haben wir Sped-Upgrades eigentlich? Nein, haben wir die beigebracht. Upgrade. Wow. Upgrades. Wow. Das ist so ein Crafting, das ist das ultra nervig ist, wenn man mit Logistics-Pubs arbeitet. Weil nein, ist es auch nicht. Das ist so ein Crafting, das ist das ultra nervig ist, wenn man, keine Compacting Drawer hat. Weil man halt Redstone Gold in Nuggets umwandeln muss und dann nochmal Redstone in Blöcke und das alles nur für so ein blödes Upgrade und so habe ich halt einfach Compacting Drawer und damit das Problem gelöst. Ich mag Compacting Drawer, die sind überhaupt nicht OP. Also es hat einen Grund, warum man in Infinity Evolved so extrem viel ausgeben muss für eine Compacting Drawer, die trotzdem eine der wenigen Sachen ist, wovon ich wirklich viele gebaut habe in Infinity Evolved, was teuer war. Das Ding hier und Compacting Drawer waren so die zwei teuren Sachen, die ich wirklich am meisten gebaut habe.
Selbst der Connect habe ich halt drauf geschissen, soweit es ging, weil es mir halt egal ist, weil ich das alles nicht brauche. Aber diese beiden Dinge, das Ding und Compacting Draw, sind einfach zwei Sachen, die so ultra gut sind, dass ich dafür noch viele Ressourcen ausgebe. So, dann wollen wir jetzt unsere Quarry Upgrades. Wir brauchen mehr Speed Upgrades als das. Mehr Speed Upgrades. So. Und dann wollen wir dich und dich. Zwei und drei. Sehr schön. Haben wir wenigstens schon mal Speed Upgrades Level 1. Das können wir nochmal hier ranbauen. Dann sind wir schon mal glücklich, dass das Ding ein bisschen schneller laufen würde. So. Das sollte auch schon mal ein gutes Stückchen schneller jetzt laufen und mehr Strom verbrauchen. Jo, mal eben den Output verdoppelt. Das ist nämlich, was ich meine. Ne, wenn wir das rausnehmen, das Ding, haben wir einen Output von 1300 irgendwas, knapp. Wenn wir das Ding ransetzen, haben wir einen Output von 2300 irgendwas. Also wir haben wirklich schon den Stromoutput verdoppelt durch das Upgrade. Einfach nur, weil wir den Speed verdoppelt haben und nicht mal die Blockmenge erhöht. Das ist halt ganz gut zu wissen, denke ich. So, dann haben wir das also. Was wir jetzt noch brauchen, ist, ich denke mal, zwei Silk Touch Upgrades. Ich denke, wir machen zwei Silk Touch Upgrades. Wir brauchen also zwei Golden Pickaxes mit Silk Touch. Eins und zwei Golden Pickaxes. Und Silk Touch ist natürlich auch wieder so ein richtig geiles Enchantment. Was brauchen wir für Silk Touch? Multishot und Holding. Okay. Soulbound haben wir sowieso. Repair braucht Anvil. Ist das nicht ein Thorncraft-Enchantment? Ist das nicht ein Thorncraft-Enchantment? Naja, ich wollte aber tatsächlich. Okay, Infinity, Power, Punch, Unbreaking, Efficiency. Da, Silk Touch, ein Slime Ball, hätte ich mir denken können. Level 30. Aber wir haben natürlich, kriegen auch nicht so einfach Silk Touch. Ich glaube nicht, dass Silk Touch etwas ist, was man so mal eben kriegt auf so eine Spitzhacke. Gut, okay. Book and Quill. Ich kenne nämlich keine andere Möglichkeit. Und wir brauchen außerdem noch mal, wir gucken mal. Zwei Slime Bars brauchen wir. So, und dann Level 30. Ich meine nicht, dass Level 30 wirklich teuer für uns wäre, aber es geht um das Prinzip, dass es ganz schön teuer ist. Aber well. Dafür spare ich mir eine Menge Nervigkeit mit Disenchanting. Also, ich glaube, es ist trotzdem noch im Endeffekt die bessere Variante. So, und dann machen wir Folgendes. Wir nehmen dich und dich und Redstone. Schwupps. Silk Touch Upgrade und Silk Touch Upgrade. Wonderful. Ich denke, das Silk Touch Upgrade ist tatsächlich was, was wir auch fast schon an Decory mit ranbauen könnten. Aber gleichzeitig will ich das irgendwie dann doch nicht daran bauen, weil die auch ganz normal mit normalem, einfachem Durchlaufen laufen könnte. Denn, ich meine, warum nicht? Kann ja auch erstmal laufen. Wie viele Blocks hat die eigentlich? Können wir irgendwo sehen, wie viel Prozent sie hat? Ja, das ist doch krank, wie viel die jetzt inzwischen gemeint haben muss inzwischen schon. Die läuft bis hier doch nur, ist doch noch nicht so weit. Gut, okay, sie läuft auch irgendwie bis da hinten. Uff, okay. Ich würde sagen, wir sind genau hier. Guckt euch das an. Das sieht natürlich etwas hässlich aus jetzt, dass das alles hier Erde jetzt ist. Alter. Das sieht seltsam aus mit der ganzen Erde hier jetzt. Irgendwie auch cool. Ja, okay, der baut jetzt instant ab. Das ist natürlich toll. Aber okay, das ist natürlich jetzt fast ein bisschen blöd, denn dadurch sieht unsere Umgebung jetzt ziemlich hässlich aus. Weil wir jetzt halt so einen harten Schnitt haben, der zwischen Erde und Stein ist. Hi, creepy. So. Weg damit. Weg, 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 weg. Oh, nerv doch nicht. Schnauze! Macht das so gar keinen Schaden im Vergleich. Ist halt traurig. Ja, geh mal sterben. Gesterben. 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 So ist brav. Böses habe ich da gehört. Böses Skelett. Aus. Was dachte ich gerade? Aus. Mann. Okay, wie weit ist er denn inzwischen dann? Irgendwo hier müssten wir unseren Stopper gesetzt haben, ne? Ja, hier ist unser Stopper. Heißt, irgendwo hier müsste auch das Letzte sein, das er macht. Hier ist er noch. Hier ist er schon. Da ist er noch nicht. Heißt, eigentlich müsste er relativ bald durch sein, ne?
Ist hier richtig sehe? Ich meine, er ist schon von da bis hier. Ja, den Chunk war er wohl noch nicht. Machen wir mal F12 an. Hier war er ja schon. Und hier aber noch nicht. Und hier müsste er aber auch noch sein, weil er hier noch mit drin ist. Also hier müsste er noch hinkommen. Bis hier. Aber das ist er auch schon gewesen. Er ist nämlich genau bis hier. Ist er noch genau intern. Hier ist ein Enderman, den töten wir nochmal. Hi. Schön, dass wir die one-shotten können. Aber da hat nämlich genau die zwei noch übrig. Das heißt, du müsstest sogar inzwischen irgendwo hier meinen und fertig sein fast. Oder ich weiß gar nicht, in welche Richtung er geht. Hat er hier schon überall gemeint?